Herzlich willkommen zur sechsten Woche von 1850 Training at Home. Ich bin wieder Tom. Ich habe mir heute den Joris dazugeholt und wir werden heute einfach im ersten Video wieder ein bisschen was zum Aufwärmen machen und zum Turnen und zur Kräftigung. Viel Spaß, ihr braucht einen Ball und ein Seilchen wieder. Holt euch das, drückt kurz auf Pause und dann bis gleich. Okay, jetzt habt ihr euer Seil und euren Ball geholt. Der Jungs und ich haben auch beide ein Seil in der Hand. Wir werden jetzt ein bisschen zusammenspringen. Dafür wieder die perfekte Länge einstellen, heißt mit beiden Füßen ins Seil rein. Und dann müssen beide Enden bis unter die Achse reichen. So wie bei Joris und mir. Genau, perfekt. Und dann können wir loslegen. Wir fangen einfach an mit ganz normalen Sprüngen vorwärts. Jetzt machen wir mal mit einem Zwischensprung. Und wir springen wieder normal. Sehr gut, kurz Pause. Ausziehen, die hat ein bisschen gestört, deswegen kurzer Einschnitt, aber jetzt geht es ganz normal weiter. Wir machen jetzt Sprünge rückwärts, dafür wieder Seil vorne vor die Füße, genau, und wir springen einfach ganz normal. Ist gar kein Problem, einfach immer wieder versuchen. Genau. Ja, funktioniert. Wir können es auch. Natürlich. Super. Gar kein Problem. Wir können natürlich, du musst nicht sofort durchspringen. Wir können es gerne natürlich auch wieder versuchen mit einem Zwischensprung. Dann habt ihr es ein bisschen leichter. Genau. Ja, sehr gut. Einfach ein bisschen weiter versuchen. Gar kein Problem, wenn es mal nicht klappt. Okay, wir springen wieder vorwärts. Und wieder normal, ohne Zwischensprung. Sehr gut, jetzt springen wir mal nur auf den linken Bein. Einmal nur auf dem rechten Bein. Natürlich könnt ihr dort auch wieder, wenn es sofort oder Einsprünge hier so schwer sind, auch wieder einen Zwischensprung einbauen. Auch mit einem Bein. Das ist immer, dass es ein bisschen leichter macht. Aber es ist gar kein Problem. Genau, sehr gut. Zum Abschluss machen wir jetzt nochmal abwechselnde Sprünge, das heißt Boxersprünge. Wer von euch Boxen schon mal im Fernsehen geguckt hat, das machen wir immer zum Aufwärmen. Immer abwechselnd links, rechts, links, rechts. Genau, du brauchst dabei für gar nicht deine Beine so hoch heben, sondern wirklich nur abwechseln und ganz leicht dipsen. Sehr gut. Und jetzt sind wir schon mal ein bisschen warm. Heißt, wir können unsere Seile weglegen. Und du nimmst dir deinen Ball dazu. Genau. Jetzt
legen wir wieder los mit unserem Kraftzirkel. Bedeutet, wir fangen wieder an mit 10 Liegestütze, immer eine Hand auf den Ball. Du kannst gerne dich so hinlegen, also dass du im Kopf Richtung. Genau, sehr gut. Wir fangen an, immer abwechselnd, linke Hand auf den Ball, rechte Hand auf den Ball. Wie rum du es machst, wie rum du anfängst, ist egal. Genau. Sehr gut. Sehr schön. Da auch wieder, wenn euch das wirklich anstrengend ist, dann versucht mal die Beine ein Stückchen auseinander zu machen. Gerne weitermachen, wie ihr wisst. Genau, nicht unbedingt sehr weit, aber das ist mal okay. Genau, weil je weiter ihr die Beine auseinandernehmt, desto mehr Kontrolle habt ihr in eurem Körper. Genau. Und je enger ihr sie nehmt, desto schwerer macht ihr es euch. Schon 10 fertig? Ich glaube schon. Sicher? Ich habe jetzt nicht mehr gezählt. Genau. Ja. Mach mal zur Sicherheit noch auf jeder Seite ein. Genau, sehr gut. Dann kannst du den Ball erstmal ganz kurz zur Seite legen. Und wir machen wieder unsere Ausfallschritte in unserem schönen Kreis. Bedeutet, wieder schön mit rechts fest hinstellen. Rechts, genau. Und wir machen den Ausfallschritt als erstes nach vorne. Und gehen wieder hoch. Und schräg nach vorne. Genau. Und wieder zurück. Und zur Seite. Genau. Zurück. Schräg nach hinten. Andere Seite. Der rechte Fuß bleibt stehen. Genau. Und komplett nach hinten. Genau. Sehr gut. Und wieder hoch. Und jetzt muss den Fuß wechseln. Der linke Fuß bleibt feststehen. Und wir fangen mit dem Ausfallschritt nach hinten an. Genau. Und wieder hoch. Schräg zur Seite nach hinten. Genau. Zur Seite. Schräg nach vorne. Und komplett nach vorne. Sehr gut. Und das machst du jetzt noch eine Runde. Wieder den rechten Fuß stehen und nach vorne anfangen. Genau, sehr gut. Nimm dir ruhig ein bisschen Zeit. Nur zur Seite erst. Aber auch, ja. Genau. Sehr gut. Na, so. Das Bein ist gestreckt und das ist ein bisschen angewinkelt. Aber deine Fußspitzen gucken beide nach vorne. Genau. Und jetzt mit dem linken Bein von dir eingelegt. Genau. So ist richtig. Und nach hinten. Sehr gut. Und Fußwechsel. Sehr gut. Seitlich. Genau, sehr gut. Schräg nach vorne. Jawohl. Sehr gut. Und wir machen unsere Wurmrollen. Heißt, du kannst dich auf den Rücken legen. Genau, aber einmal noch so rumlegen, dass du mit dem Kopf in die Richtung liegst. Genau, sehr schön. Und jetzt Arme nach oben, Füße und Arme abheben und einmal um dich selber rollen. Zur linken Seite und zur rechten Seite, wie du anfängst, ist mir egal. Genau. Und ein Klappmesser. Nur einmal drehen, genau. Und Klappmesser. Sehr schön. Dabei versuchen, den Oberkörper auch ein bisschen abzuheben. Und wieder in die andere Richtung drehen. Genau. Und davon machen wir insgesamt 8 Stück, heißt 4 auf jede Seite. Genau. Sehr gut. Als kleinen Tipp, wenn ihr diese Rollen macht, versucht ein bisschen Schwung aufzunehmen, weil je mehr Schwung ihr habt oder je schneller ihr euch rollt, desto einfacher ist es für euch. Und beim Klappmesser, du kannst gerne weitermachen, versucht wirklich die Beine gestreckt zu lassen, nicht anzuwinkeln und ein bisschen mit dem Oberkörper hochzukommen. Genau, Beine strecken. Genau, genau, und mit dem Oberkörper ein Stückchen hoch. Wenn ihr die Füße nicht ganz berührt, ist es gar nicht schlimm, aber einfach ein bisschen mit dem Oberkörper hoch in Richtung Füße bringen. Genau. Und Beine gestreckt und Oberkörper ein bisschen dahin. Ja. Und wieder. Noch 2. Genau, noch 2. Arme und Beine hin. Genau, sehr gut. Habt ihr gesehen, der Joris hat jetzt ein bisschen Tempo gehabt in der Rolle und es ging viel flüssiger und schneller. Genau. Sehr gut. Und die letzte. Sehr gut.
Gut, dann brauchst du noch gar nicht aufstehen, du kannst dich wieder hinlegen auf den Rücken. Genau, und wir machen unsere Kerze. Dafür wieder Arme, warte erst. Arme neben dem Körper hinlegen. Per Handfläche kannst du auf den Boden legen. Genau. Und jetzt aus dem Bauch heraus die Beine hochheben. Gestreckt natürlich, genau. Und jetzt, wenn du hochhebst, kannst du deine Hände zur Unterstützung mit dazu nehmen. Sehr gut. Und davon machen wir insgesamt 10 Stück. Aber auch wenn du wieder runter gehst, achte darauf, dass der Oberkörper liegen bleibt und nicht durch die Beine hochgeschnellt wird. Und wieder Beine hoch. Genau. Hände zur Unterstützung. Sehr schön. Beine langsam absenken. Rücken absenken. Beine absenken. Oberkörper bleibt liegen. Sehr gut. Jawohl. Und Oberkörper absenken. Beine absenken. Perfekt. Jawohl. Versuch die Beine wirklich erstmal lang zu lassen. Erst den Oberkörper runter, dass du wieder in so einem L, sag ich jetzt mal, liegst, also Beine jetzt lang, Oberkörper runter, du musst den Popo wieder auf den Boden legen und dann die Beine runterlassen. Genau, sehr schön. Das ist ein perfekter Durchgang gewesen. Deswegen machen wir noch 2. Ja, sehr schön. Und Oberkörper, also Popo wieder runter, Beine absenken. Sehr gut. Und noch ein letzter. Jawohl, sehr schön. Aha, erst den Popo runter, genau. Und die Beine. Sehr gut. Zum Schluss von unserer Krafteinheit braucht ihr nochmal ganz kurz euren Ball. Genau. Und wir machen wieder unseren altbekannten Schwebesitz. Dafür kann der Yogi sich wieder hinsetzen. Die Beine, Füße, genau, Beine ein bisschen angewinkelt haben, genau, und vom Boden abheben. Und jetzt geben wir 5-mal den Ball links um den Körper rum und 5-mal rechts um den Körper rum. Genau. Sehr gut. Da auch wieder. Je mehr ihr die Beine anwinkelt, desto einfacher wird es für euch. Je länger ihr sie lasst, desto anstrengender ist es für euren Bauch. Also da könnt ihr euch auch selbst regulieren. Wenn euch das eben zu einfach wird, streckt ihr eure Beine ein bisschen. Du kannst währenddessen, während ich erzähle, gerne weitermachen. Also wirklich, da könnt ihr selber an eure Grenzen gehen und gucken, wie weit oder wie stark ihr im Bauch schon seid und wie weit ihr eure Beine ausstrecken oder anwinkeln müsst. Genau, sehr gut. Dann, wenn du fertig bist, kannst du die Beine wieder weglegen. Und wir machen unsere kleine Turneinheit. Heute sind wir schon in der 3. Woche von unserem Turn. Bedeutet, wir sind schon relativ am Ende oder genau in der Mitte. Von daher gehen wir heute mal so weit, oder wir versuchen es zumindest, dass wir wirklich komplett stehen. Natürlich noch mit einem Wandkontakt, aber wir versuchen wirklich komplett gerade einmal auf den Händen zu stehen. Dafür setzt der Yogi sich einmal an die Wand, um zu gucken, wo er die Hände anlehnen muss. Genau, Beine ausstrecken. Aber wirklich ganz mit dem Popo ganz an die Wand. Genau, sehr schön. Jetzt musst du dir merken, wo deine Hände stehen. Deine Füße liegen. Genau, jetzt stehst du auf. Aber weil du auch riesige Beine hast, gehst du nochmal ein kleines Stückchen näher mit den Händen weiter zur Wand. Genau, das reicht schon. Sehr schön. Und wir machen heute, fangen wir direkt damit an, mit den Händen und den Füßen gleichzeitig die Wand hochzulaufen. Bis der Yogis wirklich ungefähr eine Handlänge mit den Händen von der Wand absteht und wirklich ganz aufgerichtet an der Wand liegt. So, genau. Yogis, das kannst du gerne anfangen. Mit den Händen anwandern. Genau. Sehr schön. Wenn ihr da ein bisschen an der Wand auch mit eurem Körper berührt, das ist gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm, wirklich. Ihr sollt einfach nur so weit, wie ihr könnt, jetzt gerade aufstehen. Genau. Und das machen wir ein paar Mal. Das machen wir insgesamt 5-mal. Genau. Ist gar kein Problem. Einfach wieder versuchen. Du kannst auch gerne sonst deine Schuhe ausziehen, wenn du mit den Schuhen zu sehr rutschst. Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist auch schon anspruchsvoller. Wir versuchen ja auch schon, wirklich hochzukommen.
Aber dafür sind wir ja hier, um ein bisschen zu üben. Genau, und wenn das schon alles ist, dann ist kein Problem. Wir versuchen es einfach. Genau, sonst komm du mal hier hin. Hier ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil die Matte so ein bisschen weiter weg liegt. Genau, und wir versuchen es einfach mal zusammen. Ich mache mit dir. Okay? Und wir wandern die Matte zusammen hoch. Genau, wandern ein bisschen hin, ein bisschen dran. Sehr gut. Und wenn du dann nicht mehr kannst, hältst du einfach ein bisschen in den Arm. Da musst du ein bisschen Kraft haben. Genau, und wir wollen heute wirklich, dass wir so stehen an der Wand. Und dann können wir wieder zurückkommen. Das ist das Ziel, was ich heute von vielen von euch schon nicht verlange, aber mir erhoffe. Wenn ihr aber noch nicht so weit kommt, einfach versuchen, so weit wie ihr könnt zu stehen. Du kannst es gerne nochmal versuchen. Genau. Du brauchst auch keine Riesenschritte machen, du kannst auch wirklich kleinere Schritte machen. Genau, und ihr könnt auch gerne eure Knie daneben zur Unterstützung mitnehmen. Also eure Knie an die Wand nehmen, mit den Händen dann drankrabbeln. So wie der Jos es gemacht hat, das ist gar kein Problem. Aber so ist schon mal sehr gut. Genau. Sehr schön. Dann drehst du dich einmal um. Genau, und jetzt wieder die Hände ungefähr eine Handlänge von der Wand entfernt auf den Boden. Genau, sehr schön. Und wir springen wieder auf. Und heute versuchen wir mal, beide Beine aufzuwerfen. Ich mache das einmal vor. Ihr könnt gerne auch beide Beine oder beide Füße einmal gegen die Wand klatschen lassen und dann wieder zurückfallen. Das ist gar kein Problem. Aber ihr sollt wirklich versuchen, beide Beine heute mal abzustrecken, indem ihr hochspringt. Also, so möchte ich das von euch haben. Ihr steht wieder ein bisschen in einem Ausfallschritt. Hände ungefähr eine Handlänge von der Wand entfernt. Und springt einmal auf. Lasst die Füße an die Wand knallen. Und geht wieder zurück. Genau. Das möchte ich von euch heute haben. Oder so weit wie ihr könnt, so weit wie es geht. Wenn das nicht klappt, macht ihr einfach wieder nur einen Fuß hoch. Aber wirklich versuchen einfach mal ganz aufzuklappen. Ihr könnt auch wirklich viel Schwung nehmen und gegen die Wand klatschen. Aber mit den Füßen, versucht nicht mit dem Rücken als erstes gegen zu knallen, weil das tut dann ein bisschen weh. Mit den Füßen ist es gar kein Problem. Also wirklich sehr viel Schwung nehmen. Sehr gut. Du kannst wirklich versuchen, ein bisschen breiter zu packen. Genau. Weil wenn du so eng bist, kippst du leichter zur Seite weg. Wenn du ein bisschen breiter stehst, hast du mehr Kontrolle. Genau. Und jetzt. Ja, sehr gut. Und kannst wieder zurückfahren. Genau. Versuch dabei aber die ganze Zeit die Arme anzuspannen. Nicht, dass du gerade so wegknickst wie gerade. Aber die ganze Zeit Spannung in den Arm. Genau. Sehr gut. Und wieder nach vorne zurück. Ihr könnt auch erstmal, wie der Jungs es gerade gemacht hat, euren Kopf mit auf den Boden legen. Dann habt ihr ein bisschen mehr Stabilität. Aber wenn ihr es könnt, versucht den Kopf oben zu haben. Und wirklich die Arme durchgestreckt, angespannt. Und gut, du kannst es gerne noch ein paar Mal machen. Ist gar kein Problem, Jungs. Alles gut. Und wenn du nicht ganz hochkommst, auch kein Problem, einfach wieder runterkippen und wieder versuchen aufzufinden. Ja, versuch es wirklich, wenn du hier stehst und das Bein hochschmeißt, das lang zu lassen, und aus dem Schwung, den du mit dem Bein hochziehst, kannst du dein anderes Bein mit hochwerfen. Wirklich. Sehr viel Schwung aus dieser Bewegung aufnehmen. Nach hinten. Genau. Ja, das ist doch schon mal mit mehr Schwung. Genau. Genau, und wie gesagt, der Jungs hat das jetzt so gemacht, dass er wieder nur ein Bein hochgenommen hat. Aber wenn das erstmal alles ist, ist es kein Problem. Einfach weiter versuchen. Irgendwann könnt ihr dann das zweite Bein dazu nehmen, weil ihr sicher genug seid. So. Das ist gut gewesen, Jungs. Wir sind für das erste Video fertig. Jungs, du kannst gerne aufstehen. Musst nicht an die Wand gucken. Genau. Wir sind jetzt warm, haben wieder ein bisschen getont und ein bisschen Kräftigung gemacht. Und wir sehen uns dann gleich im zweiten Video, wo wir wieder ein bisschen was zu Körper- und Wurftäuschungen machen. Bis gleich.